Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe hier schon was in der Hand. Rechts von mir ist das Kartoffelbeet. Heute geht es um die Kartoffelernte. Ich habe ja einen Feldversuch gemacht und so weiter und so fort, aber das erzähle ich euch gleich. Ein paar Infos vorweg. Das sind irgendwie 15 bis 18 Quadratmeter. Irgendwo da. Ich muss das nochmal genau ausmessen. Die Hälfte habe ich schon weggeerntet. Der Rest ist dann halt heute dran. Ich bin bei der Marke 40 Kilogramm Kartoffeln. Hier habe ich jede Menge Pflanzen drin gehabt. Ich glaube 68 an der Zahl, glaube ich. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich werde das mal richtig einblenden. Aber ich bin mir da ziemlich sicher. Verschiedene Sorten und so weiter und so fort. Ich will gar nicht lang rumpalabern. Gucken wir mal, wie viel noch im Boden ist. Auf geht's. Das war nun sehr lütt, da werden noch ein paar drin sein, ich sehe auch ein paar und die hole ich raus. Was fehlt mir natürlich noch? Eine Kiste, Korb, irgendwas, das hole ich jetzt mal ran. Ich bin ziemlich überrascht, wie klein die sind, weil die Kartoffeln, die ich vorher geerntet habe, waren ziemlich kleine Pflänzchen. Jetzt habe ich große, kleine Kartoffeln, kleine Pflänzchen, riesig große Kartoffeln. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Wahrscheinlich ein bisschen Zeitraffer, Musik, wie auch immer. Lehnt euch zurück und ich werde euch gleich zeigen, was dran ist. Was drin ist? Also wie viel kriegen wir raus? Lohnt sich das Ganze? Auf jeden Fall ein Beet für Faule. Ich habe nicht viel getan. Es wird größer. Ich glaube, das sind die gleichen, nur ein bisschen größer. Ich glaube, die heißen sogar, die müssten sogar La Ratte heißen. Haut hin, oder? Da mit Rattenäuglein. Witzig. Könnt ihr es erkennen? Ich finde es voll witzig. Hätte ich wahrscheinlich noch warten können, auch warten sollen, aber ich will jetzt wissen, was drin ist. Ich bin ein bisschen ungeduldig und ich will mal gucken, ob ich das Feld hier noch ein bisschen anders nutzen kann. Ordentlich am Ölen, aber sie werden nicht größer und ich fühle mich ein bisschen verarscht. Also echt, ich habe da gerade große Pflanzen durchgewühlt und ihr habt das bei der einen vielleicht gesehen, habe ich eingeblendet oder auch nicht. Eine große, eine kleine Kartoffel für eine ganze Pflanze, das war echt merkwürdig. Und jetzt habe ich eine kleinere wieder und da ist schon fast so viel drin wie jetzt nach 4-5 Pflanzen. Also ich mache mal weiter und dann auf jeden Fall zum Ergebnis. So eine Kartoffel schon gesehen? Spannend. Es ist einfach unglaublich, wie klein und wie wenig Kartoffeln das diesmal sind. Aber es ist okay, ich nehme das ja an, wie das ist. Aber echt, ich fühle mich so ein bisschen verarscht von meinem Beet. Ihr könnt das erkennen. Gut, gehen wir mal weiter. Zwei Pflänzchen mal noch mal ein bisschen was drin. Ich sage euch das, mir ist so warm. Bin nur am Ölen. Für die Videos lasse ich ja meine Klamotten an. Normal würde ich hier oben ohne rumlaufen. Die Pflanzen dort in der Ecke, die habe ich ganz besonders behandelt. Das ist wirklich nur das Stück gewesen, was schon fast so war, wie ich mir das für mich optimal vorstelle. Deswegen bin ich ganz gespannt, was da jetzt rauskommt. Leute, so wird's gemacht, würde ich sagen. Die erste, die mir entgegenguckt, schön. Die nächste, die mir entgegenguckt, und das hört auch nicht auf. Also hier gibt's noch ein paar. Guckt euch das an. So soll's sein. Genau so. Oh, geil. So, guckt mal an. Das ist, ne? Also anderes Kaliber. Ein bisschen angefressen, aber naja, für die Tiere. Immer noch eine Pflanze? Guckt euch das an? Nee. Toll. Richtig toll. Hier bin ich begeistert.
Noch eine. Noch ein Aberrat. Hammer, oder? Hammergeil. Also ihr seht, das ursprünglich angepackte Konzept, die Anbaumethode, die funktioniert echt super gut. Ist natürlich auch sortenabhängig und so weiter. Aber ja, für jemanden mit null Plan, ein bisschen wissenswertes angeeignet und intuitivem Handeln, ich glaube, das ist sehr zufriedenstellend. Ich mach mal weiter. Ich kann jetzt schon deutlich sehen, das sind große Oschis. Also bin total zufrieden. Auffällig, und das ist mir natürlich vorher auch schon aufgefallen, vielleicht kann das einer von euch beantworten, diese Stellen hier, das ist so, hier sieht man es auch wieder, hat ein Tier dran genagt, ist das eine Krankheit, weiß da von euch einer was, dann bitte mal unten in die Kommentare schreiben. Endspurt, ne? Ich habe hier noch drei Pflanzen, vier Pflanzen und dann bin ich durch. Schon ganz zufrieden, gerade die ganzen Kartoffeln, die dunklen, die ihr hier seht, die sind halt gerade zum Schluss noch dazu gekommen. Das war nicht wirklich viel. Ich glaube, das ist sogar die Urkartoffel, die fühlt sich ganz merkwürdig an. Sieht auch merkwürdig aus, aber die sehen dann frischer aus. Ja, ich bin trotzdem zufrieden. Ich habe ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt und da ziehe ich euch am besten jetzt noch ein, zwei Worte zu und wie ich das letztendlich gemacht habe, was ich ignoriert habe und so weiter und so fort, dass ihr einen Anhalt habt, wie ihr das machen könnt. Das war eine sehr schwitzige Angelegenheit, es ist mörderwarm, die Sonne knallt, ich habe mir auch mit Sicherheit nicht den besten Moment dafür ausgesucht. Dennoch habe ich jetzt ein Ergebnis, dennoch habe ich ein paar Erfahrungen sammeln können und mir ist das absolut bewusst für die Leute, die vielleicht unten schon anfangen zu schreiben und sagen so, ja, da hätte es mal länger warten sollen und so. Ist vollkommen okay. Ich möchte das auch sehen, wenn man zu früh erntet, wenn man zu spät erntet. Das sind alles Erfahrungswerte, die ich letztendlich an euch weitergeben kann, wenn es Videos im nächsten Jahr zum Beispiel gibt, wenn die Kartoffeln im Boden gehen. Ja, ich bin baff für dieses kleine Beet. Wie groß ist es denn? Ich habe gar nicht mehr gemessen. Moment, ich messe nochmal. Wir landen tatsächlich bei roundabout 15 Quadratmetern. Da das hier alles so eine geschwungene Form ist, ist es schwierig, richtig auf den Punkt zu kriegen. Wäre ich pedantisch und perfektionistisch in dieser Hinsicht, würde ich das noch rausfinden sollen. Aber 15 Quadratmeter, ich denke, das ist ein guter Anhalt. Also, das ist jetzt die Kiste von heute. Es gibt aber noch mehr. Ich hole mal die andere schnell. Ja, ich bin ein bisschen baff gerade, irgendwie, wenn man alle vor der Nase hat, beziehungsweise es fehlt noch ein Drittel. Also ich habe so viel und nochmal so viel geerntet und ein bisschen so nebenbei und beim Unkraut-Jäten, die liegen dann noch in der Sonne ziemlich vertrocknet oder hin, können sich halt noch ein paar Tierchen dran ernähren, wie auch immer.
Man könnte es auch sagen, Faulheit. Ja, ich bin zufrieden. Hier sieht das auch so aus. Hier habe ich auch noch, ja, also, ne? Man sieht, rot ist Trend. Das ist echt Bombe. Echt speziell. So, das soll es auch schon gewesen sein. Die Kartoffelernte 2019. Hier vorne ist durch, mein Versuchsfeld, mein Kartoffelacker ist beerntet. Ich hätte natürlich mehr Geduld zeigen können, gewisse Sachen anders machen, das macht aber nichts. Ich könnte euch jetzt erzählen, wie genau ich das nächstes Jahr mache, aber das erzähle ich euch auch erst im nächsten Jahr und zeige ich euch das zur richtigen Zeit, wie ich das mache, und dann könnt ihr mir das nächstes Jahr im Frühjahr nachmachen. Soweit zufrieden, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr mich noch nicht abonniert haben, tut das bitte mit der Glocke. Kriegt ihr natürlich immer Bescheid, wenn ein neues Video kommt. Dann geht es hierher, ich bin raus. Tschüss! Ja, ich hoffe, ihr genießt das Wetter. Das ist jetzt ein kleiner verlängerter Abspann, denke ich mal. Und ich werde das auf jeden Fall auch tun. Allerdings als erstes mal einen Schatten ein bisschen abkühlen. Ganz viel trinken, ja, und ich erwarte euch auch eigentlich gleich noch Besuch. Ich habe na, höre ich sie gerade? Ne, das war ein Keilriemen. Egal, auf jeden Fall, ich kriege gleich noch Besuch, beziehungsweise meine Nachbarn werden da sein. Bisschen Aktivitäten im Garten, ein bisschen Wetter genießen, chillen. Und ja, in diesem Sinne bin ich mal wortlos raus.